Hallo meine Lieben, ich freue mich wieder, euch ganz herzlich auf meinem Kanal Angel and Soul Readings begrüßen zu dürfen. Ich umarme jeden einzelnen von euch über all eure lieben Kommentare, die ich bekommen habe und auch über WhatsApp, was ihr mir für Nachrichten geschickt habt und auch die vielen Anfragen, die ich auch bekommen habe. Vielen, vielen lieben Dank an jeden einzelnen von euch und ein ganz großes Dankeschön auch, dass ihr euch meine Videos anschaut und ja. Dass es euch gefällt, hoffe ich mal, und dass ihr auch ein bisschen mal was für euch hier mit rauspicken könnt, was ihr gebrauchen könnt, was gut für euch ist. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, die Zeit ist jetzt wieder da. Wir schauen mal in die allgemeine Tendenz für die erste Augusthälfte und schauen einfach mal, was die Energien uns hier zu sagen haben und uns mit auf den Weg geben möchten. Vielleicht als kleine Hinweise oder was man sich freuen kann oder auch was man vielleicht ein bisschen achten sollte. Und da würde ich sagen, schauen wir doch jetzt einfach mal rein. So, die allgemeine Tipp. Lassen sich noch nicht so ganz mischen, auffächern, wie ich das so möchte. So, dann schauen wir mal. Die allgemeine Tendenz für die erste Augusthälfte. Eine noch, immer die. Okay. So, dann schauen wir mal. Ihr wisst ja, das sind Legungen fürs Kollektiv, kann, muss nicht für jeden zutreffen. Und wenn jemand ein privates Reading möchte für seine ganz persönliche Situation, dann kann er mich sehr gerne kontaktieren und wir schauen dann mal in die Tiefe und gehen der Sache ein bisschen auf den Grund und dann finden wir mit Sicherheit immer Antworten und eine Lösung. So, auch von den Personenkarten hier, da die Legungen fürs Kollektiv sind, sind geschlechterneutral. Ich sage immer nur gerne, ja, aber die meisten sind ja hier weiblich, die zuschauen. Und da ist dann meistens die Personenkarte, dass ich eben hier die Frau nehme. So, wir haben jetzt hier die allgemeine Tendenz für die erste Augusthälfte. Und da kann ich ganz klar sagen, wenn du in einer Beziehung bist, liegt ihr beide mit hier. Und hier sieht es so aus, dass dein Gegenüber, wie gesagt, wenn es hier eine Beziehung ist, von dieser Seite her die Beziehung betreffend, dass dein Gegenüber hier Kontakt, also es wird ein Treffen geben, auf jeden Fall eine Einladung hier mit den Eltern und dass da eine Einladung ist. Hier ist viel Kommunikation auch da und die Herzlichkeit auch mit. Und wenn ihr euch erst kennengelernt habt, dann sieht es so aus, dass du den Eltern vorgestellt wirst, weil hier die Einladung, die Aktivität ganz klar mit da liegt. Und ja, du bist hier auch sehr misstrauisch, was das Ganze betrifft. Brauchst du aber nicht, weil hier, wenn ich die Linie jetzt so sehe, ist es auf jeden Fall die Einladung, was ganz Tolles. Du wirst vorgestellt oder wie gesagt, wenn ihr schon zusammen seid, wird es das Treffen geben. Das Treffen ist hier voller Harmonie und es wird hier schöne Gespräche geben. Also da muss ich sagen, schaut es wirklich ganz toll aus. Und die Harmonie ist hier auch von deinem Gegenüber mit den Eltern. Also da ist diese Herzlichkeit eben auch mit da. Und ja, wie gesagt, für den einen oder anderen wird dann eben ein Kennenlernen mit den Eltern oder einem Elternteil auf jeden Fall haben. Die Einladung wird stattfinden. Wann sie dann eben auch direkt stattfindet, das ist immer zeitlich ganz schwer zu sagen, aber irgendwas scheint sich hier auf jeden Fall in den kommenden 14 Tagen zu tun. Wenn ich dich jetzt sehe, wenn du jetzt Single bist,
beziehungsweise auch jemanden kennengelernt hast und hier noch nichts Festes oder so jetzt hier spruchreif ist, dann kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass es sehr gut aussieht, die Verbindung, und dass da auf jeden Fall was ganz Freudiges zusammenkommt. Und du hast hier das Glück auf jeden Fall mit dadurch Veränderung mit am Haus. Also das heißt, die Veränderung am Haus, dass sich da wirklich von deinem häuslichen Bereich, von deinem Inneren auf jeden Fall was tun wird. Und wie gesagt, wenn da jetzt so das erste Kennenlernen eben da ist, oder du wirst auf jeden Fall auch jemanden kennenlernen, da ist eine Aktivität da, da tut sich auf jeden Fall was. Wie gesagt, als Single, wenn du noch niemanden hast, und allgemein auf jeden Fall mit der Person, mit deinem Wunschpartner, mit deinem Herzenspartner und ja, wie gesagt, auch in einer festen Beziehung ist hier ein ganz toller Fortschritt da, ganz tolle Ereignisse auch. Was ich hier aber auch sehe, es kann eine kleine Auseinandersetzung hier mit einem Familienteil, also ich sage jetzt mal Schwester oder die Tante, kann aber auch eine Freundin sein, Arbeitskollegin, männlich wie auch weiblich, möchte ich gerne nochmal betonen. Eine kleine Auseinandersetzung, ist aber überhaupt nichts Tragisches, hat aber hier auch dann von der Aktivität, das ist auf jeden Fall da. Und da ist auch ein bisschen Neid von der anderen Person auf dich, also du hast Neider bei dir, brauchst dir aber keine Gedanken machen, weil hier wird sich alles zum Guten wenden. Also ich sage mal, die Suppe wird heißer gekocht, als sie gegessen wird, ne? Dann, wenn wir hier den beruflichen Bereich sehen, habe ich hier auch eine Arbeitskollegin, Arbeitskollegin, wo es hier ein bisschen eine kleine Auseinandersetzung, so wie es scheint, eben geben könnte. Und so wie es aussieht, dass du eben da auch eine Nachricht erhältst, vielleicht hat sie irgendwas falsch verstanden oder wie gesagt, Arbeitskollege oder dass da irgendwas falsch verstanden worden ist, lässt sich aber alles bereinigen und ja, der Erfolg ist auf jeden Fall auf deiner Seite, da brauchst du dir überhaupt keine Gedanken zu machen. Wenn wir weiterschauen hier, sieht es auch so aus, dass du vom Amt eine Nachricht erhältst. Eine Nachricht wirst du erhalten, wir legen hier mal drauf. Also eigentlich eine Behörde oder sonst irgendwas, also Behörde, ja, also auf jeden Fall von einem Amt. Kann auch ein Strafzettel sein. Und also hier liegt es ganz klar da, kurz über lang, wird sich hier auf jeden Fall was tun. Und da scheint es so, dass du ein kleines bisschen was bezahlen musst. Wir haben hier ein bisschen einen Vergeltverlust, ja, meine Versprecher. Aber schön ist ja, wenn man sich über sich selber lachen kann. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht für übel. Ja, wie gesagt, also wir haben einen ganz kleinen Geldverlust eben auch da, aber es ist halb so wild. Ich sag mal, vielleicht ist es doch ein Strafzettel, den ihr bekommt, seid ihr vielleicht zu schnell gefahren oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall hält sich das alles hier im Rahmen. Ihr Lieben, wir haben hier aber auch ganz klar liegen, ihr seid misstrauisch. Misstrauisch auf das Gute, was jetzt hier für euch eigentlich da liegt, aber legt das Misstrauen ab. Eure Skepsis von dem Ganzen. Habt Vertrauen in euch, habt Vertrauen in die Liebe, auf all das Gute. Also ich kann es euch hier nochmal sagen, da braucht ihr euch überhaupt keine Gedanken zu machen. Und wenn wir das Ganze jetzt hier nochmal weiter betrachten, von den Nachrichten jetzt auch her, wir haben jetzt hier eine Person noch mit da liegen, also da, wenn euch, sei es, ihr kennt diese Person oder es ist irgendeine Amtsperson oder ihr lernt jemanden Neues kennen, seid ihr einfach ein bisschen vorsichtig. Also glaubt nicht alles, was ihr jetzt hier dann so hört. Geht ein bisschen in euch und prüft das Ganze. Nehmt das Ganze ein bisschen mehr um die Lupe und wie gesagt, ihr habt das Glück auf jeden Fall hier mit dabei. Ich finde es immer so toll, wenn das Glück hier mit komplett mit drin liegt und es mit dabei ist. Dann schauen wir noch mal weiter. Ja, hier haben wir auch liegen. Ihr macht euch viele Gedanken oder einige Gedanken, was die Finanzen ja auch betrifft. Und sollte hier irgendwas sich verändern oder so, weil hier es scheint auch, dass der ein oder andere
einen Umzug plant oder beziehungsweise mit dem Gedanken spielt, umzuziehen. Das war natürlich dann doch auch ziemlich viel mit Geld auch zu tun. Dann braucht ihr euch da keine Gedanken zu machen. Das schaut auf jeden Fall gut aus. Dann haben wir auch hier die Kommunikation mit Freunden im Freundeskreis, was hier ist auf jeden Fall. Wird es hier auch eine Einladung geben, was die Freunde betrifft. Sei es zum Kaffee trinken, zum Abendessen oder so. Auf jeden Fall ist es, schaut es auf jeden Fall hier sehr gut aus. Aber wie gesagt, sollte eine andere Person, die da jetzt auch noch jemanden kennenlernen, seid da einfach mal ein bisschen vorsichtig und fahrt eure Fühle ein bisschen aus und geht ein bisschen auf Tuchfühlung. Und hier, was wir dann da auch haben, dieses Misstrauen hat hier auch mit der Liebe zu tun und diese Angst einfach auch jetzt hier wieder, dass es nicht weitergeht, dass sich da nichts tut, braucht ihr aber nicht. Also ihr könnt hier all euren Kummer beiseite legen, weil die Liebe ist bei euch. Habt einfach Vertrauen, habt Vertrauen zu euch, zu eurer Einstellung, haltet immer ganz an euch fest und glaubt an euch. Ihr seid, jeder von euch, jeder Einzelne ist ein ganz wundervoller und ganz besonderer Mensch. Und jeder ist ein Unikat. Und glaubt ganz fest an euch, zweifelt nicht an euch. Ziehe ich jetzt noch eine Karte von dem Engel, eine Engelkarte. Also ich mache die immer so wahnsinnig gerne. Das sind die Engel für jeden Tag. So, mal schauen, ob wir hier eine haben. So, es hat sich hier eine umgedreht. Der Engel der Dankbarkeit. Bitte deinen Engel, dir alles Gute in deinem Leben vor Augen zu führen. Dankbarkeit, die von Herzen kommt, ist ein wichtiger Bestandteil des Glücks. Wenn du aufmerksam und dankbar bist, wirst du auch dich selber besser kennenlernen. Sei dankbar für alles, was du in deinem Leben hast und begegne dir und deinen Mitmenschen voller Dankbarkeit. Und das ist es, meine Lieben. Die Dankbarkeit. Sei dankbar für jeden neuen Tag, alles, was ihr erleben dürft, jedes Lächeln, was ihr geschenkt bekommt, sei es von der Verkäuferin oder einfach jemand, der euch da über den Weg läuft. Es sind die Kleinigkeiten. Und diese Dankbarkeit, die ihr dann auch spürt, wird immer mehr Wunderschönes auf euch zukommen. Ich umarme euch alle ganz, ganz fest, wünsche euch eine wunderschöne Zeit und freue mich, im nächsten Video euch wieder begrüßen zu dürfen. Also bis bald, ihr Lieben. Tschüss.